Und damit willkommen zur neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir spielen heute Azeroth vs. Sword Art Online in der Deluxe-Version, ist auf Steam erschienen. Und wir gucken uns jetzt den PC-Port an. Was ist das für ein Ort? Sieht auf jeden Fall nicht wie die Welt aus, die Social Cameras auszeichnen. Das ist übrigens Silver Crow, es wird aber wahrscheinlich gleich angezeigt. Ja, wer die Animes nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun. Azeroth und Sword Art Online. Sword Art Online überhaupt nicht, obwohl das spielt eher in der offiziellen zweiten Staffel, wobei diese angebliche zweite Staffel ist eigentlich wiederum so gesehen die dritte Staffel von SAO. Ja, aber halt, es wurden halt zwei Staffeln in eine gepackt beim Anime, auch bei der zweiten Staffel sind das eigentlich auch wieder zwei Staffeln, also es gibt insgesamt schon vier Staffeln, so gesehen, aber das ist eine andere Geschichte halt, ne? Ja, dann gucken wir weiter. Und ich erinnere mich nicht, solch eine Karte je zuvor in Brainbuster gesehen zu haben. Vielleicht ist das eine völlig andere VR-Welt. Kuroyuki Hime. Sie ist weg. Oh, wo könnte sie nur sein? Ich muss sie finden. Senpai! Oh, 4 FPS. Nice. Wuckling. Die Wieseninsel. Und da haben wir SAO. Das Traumpärchen. Okay, ich gehe jetzt in der ersten Folge mal drauf ein. Auf die ganzen Relationen, nennt sich das, glaube ich, ne? Also Yui, das kleine Mädchen, was man da sieht, ist ein Datenprogramm aus SAO. Die hat aber Kirito, das ist der Schwarze, ganz rechts, hat er gerettet, indem er sie in seinem Nerf-Key gespeichert hat. Und der andere ist Asuna, die Blauhaarige. Warum sie Mama und Daddy die beiden nennt, dafür müsstet ihr dann halt genauer den Anime gucken. Das erfahrt ihr aber allerdings schon in den ersten 14 Folgen von SAO, was unmerkt die besten Folgen von der Serie waren. So. Yui, so nani so ganakte mo daishoubu da so. Demo, sekkaku 3人 no odekake na no ni, mottai nai desu. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gehandhabt ist vom Spiel her. Ob wir sehr viel Text haben werden und sehr viel Spielplay, aber ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass es so 50-50 sein wird. Und die Bewertung bei Steam lassen zumindest auf ein gutes Spiel hoffen. Ich lese das jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr vor. Papa! Mama!
hab ihn gerade übersprungen, ne? Ups, sorry. Das wird mir wahrscheinlich öfters passieren, weil ich dazu neige, immer alles wegzudrücken. So, und ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das ist der gleiche, wo Silvercore war. Und wir befinden uns gerade in der Welt von Alfheim. Alfheim? Ich weiß nicht genau. Okay, wie können wir fliegen? Ah, so können wir angreifen. Okay. Wie können wir denn... Ich werde gerne meine Flügel benutzen. Der RB. Warte mal. Das soll Sprint sein? Lass nur mal es gehen. Das Sprint. Oh, ich bin einen Schritt schneller. Okay, Episode 1, Regeneration. Glückwunsch, schon glücklich verbringt Kirito, Asuna und Yuri ihre Zeit als Familie und erkunden die virtuelle Welt von Alfheim Online. Okay. Da. Jetzt haben wir Start. Und wenn ihr wollt, dass ich das alles vorlese, dann schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das machen. VR-MMO ist halt diese Spielwelt, bzw. diese Spielart, dass man halt so ein Nerfgear, also einen Helm sich anzieht, oder in dem Fall ist es jetzt, haben sie es verbessert in so eine Art Brille. Und man liegt eigentlich regungslos in der realen Welt rum und man alle Körperbewegungen, die man macht, macht man halt in-game und in Echt-Game passiert da gar nichts bei einem. Deswegen sollte man sich damit auch ins Bett legen oder so. Da hat einem nichts passiert. Nur um das auch noch klarzustellen. Ja, man sollte nicht allzu lange spielen, weil man sonst hungert oder verdorstet oder sich in die Hose macht vielleicht, wer weiß. Kann man auch nicht alles kontrollieren immer. Ja, ich frage mich echt, das Spiel, also, dass ja so ein Asien rausgekommen ist. Wie viele Leute da wohl schon gestorben sind dran? Bei denen, also wegen, weil die halt zu lange gezockt haben. Das haben schon einige. In SAO war es natürlich so der Fall, dass die Leute halt nicht mehr raus konnten. Aber da wie gesagt, ihr müsst unbedingt Anime gucken. Ihr müsst unbedingt den Anime gucken. Ach ja, da kann ich auch noch was zu sagen. Sie hat sich ja als Navigationspixie beschrieben. Sie war in SAO, also Sword Art Online, war sie ein Bewachungsprogramm für den mentalen Zustand der Spieler. Und sie ist dann halt, kann man sagen, eigentlich fast schon, sie hat Gefühle entwickelt, weil sie halt die ganzen Spieler sich umbringen sah und so weiter. Und ja, deswegen hat sie dann ihre Bewachungsfunktion aufgegeben, kann man so sagen, und ist halt um die Welt gestorben. Da hat sie halt die beiden getroffen. Und hat sie halt lieb gewonnen. Und, weil Kirito sie mitgenommen hat, hat er sie auf sein Nerf geladen. Und weil Alfheim Online auf, auf demselben Datensatz und auf derselben Engine, nennen wir es mal so, aufgebaut ist wie SAO, konnte sie halt in das Programm zugreifen und hat sich dann halt in so eine Verwaltungspixie gemacht. Und ich finde es gerade schön, dass das Gras im Hintergrund sich immer noch bewegt. Das ist ganz schön. Okay, macht das mal drauf. Das ist sogar ganz schön cool, weil wirklich, das fängt auf der einen Seite an sich zu bewegen und geht dann wandert so rüber. Hey, das ist eine Besonderheit. Das habe ich so im Spiel noch nicht so ganz gesehen. Aber ich frage, der Wind geht, glaube ich, ein bisschen schneller, aber gut, egal. Oh, ups. Yui-chan? Ja, da. Der sagt es auch nochmal. Kardinalsystem ist das Hauptsystem von dem SAO und Yui war halt nur so ein Nebenprogramm, kann man sagen.
Es wird sogar noch alles nochmal erklärt, was ich gesagt habe, deswegen, also, ihr solltet auf jeden Fall den Anime gesehen haben, deswegen, boah, kann ich ja wirklich immer alles philosophieren und so, das ist ja schön, ah. Ich mein Game, wo ich richtig draufblühen kann. そうだね。でもあの日、私たちが憧れたこと、3人でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだね。あれからいろいろあったけど、俺たちはまたこうして家族として過ごせてる。はい、それを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました。俺もだよ、ゆい。もちろん私も。はい。 Das sagt sie auch ständig. Ja, warum ist es geworden? Jetzt macht Papa mal wieder. Ich frag mich eigentlich, warum kann Yui jetzt nicht einfach irgendwelche. Wird wahrscheinlich wieder angreifen. Weil sie sind echt. Ah, wir haben sogar diese komischen. Ach, da oben ist da einer. Oh, ich kann sogar Sprintangriffe machen. Oh, cool. Ja, das ist ja nice. Und ich mag das ganze Design, weil es halt einfach SAO ist. Oh, die Sprintangriffe sind ja richtig effektiv. Oh. Bam. Ah, ich mag das Spiel. Und. Oh. Ja, mir gefallen die Move auch. Okay, Minikarte. Spieler, Verbündete, Gegner. Okay. Feier! Aber diese Schlitze, ey, das ist wie bei SAO, ey. Ah, oh, schön. Das Design ist schon mal gut. Grafisch ist jetzt natürlich nicht so geil, muss man gestehen, aber ey. Mir passt der Grafikstil. Oh, ich komme nicht hoch. Darf ich anzugreifen? Okay. Hä? Ah! Okay. Angriff! Kann ich auch mich schneller bewegen? Ja, kann ich auch alles hier. Wunderbar. Ich muss so höher kommen. Oh, das ist. Okay, der Luftkampf ist ein bisschen. Nicht so. Scheiße. Komm mal, Sune, mach du das mal. Ich muss erstmal hier hochkommen. Ich will ja aufsteigen. Eiskugel hat Level 5. Ja, ich will hoch. Ich will fliegen. Hilfe? Hilfe! Wie kann ich anhalten? Ja, ich habe einen Gegner in der Luft besiegt. Ist ja schön, wenn man die auch jemanden angreifen könnte. Aber du, ist das Blocken gewesen? Oh, ich kann auch die Chars wechseln. Komm, oh, das war schon. Das sollte genügen. Ein kleines Picknick mit Zwischenfällen. Oh, mir geht. Okay. Ich neige echt dazu zu überspringen. Flugsteuerung. Ja, Flugsteuerung werde ich noch ein bisschen üben müssen. Der Eindringling. Oh nein. Bitte nicht. Es hat Spaß gemacht. Ich liebe unser Picknicks. Jokatane, Yui-chan. Mata isho ni iko ne? Ne, mach das schon jeden Tag. Sate, kono ato dou shiyou ka? So ne. Ittan yadoya ni ikanai? Kirito-kun, item no seiri shitai desho. Na. Nanda kono ato? Okay. Kyoukyou no information te window ni hyouji sarete ru yo. Papa, 開いてみてください。何のに本日現時刻より
緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願い。こんな急に。普通は急に情報を出すはずだよな。これまで A ローでこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。あ、そう、わかりました。心配するな。 Amosphere ist das Nachfolgegerät von Nerf Gear. Nerf Gear hatte eine Funktion gehabt, dass es einfach das Gehirn der Spieler grillen konnte, wenn sie überhaupt sich ausgelockt haben bei SAO, wo sie gefangen waren. Und bei Amosphere geht das halt nicht. Da kann man einfach nur das Ding abziehen und dann ist alles gut. もちろんそれは分かってるよ。しらっけしゅう大義だつ、いば、つ、うん、たぶらしん。なお、ログアウトされないプレイヤー様に関しましては、データの破損、消去、ロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意ください。おい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで、 問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際、今言ったような障害ってありえるの？ Ich finde es aber wenigstens gut, dass die Originalstimmen dabei sind. Also, ist mir sehr wichtig. カーディナルシステムに守られたこの世界で、その可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、星も万全だ。この A ローでそんなことは起こりえないと思う。ということは。 嘘をついてプレッシャーをかけてでも、プレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でも、なんで？パパ、ママ、早くログアウトした方が。ユイ。私のことなら大丈夫です。二人がいない間は、普段通り、スリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん。わかった、そうしよう。 アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっとキリト君。待ってよ。ユイちゃんの様子が変だったよ。 キリト君も分かってるんでしょ？ああ、もちろんだ。だからこそ一度離れた。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって？ユイちゃんはどこに行くっていうの？それは分からない。だがユイはしきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、分かった。 Nie bleiben, das felsige Ödland. Was ist das? Nanda, Aria. Koko, te, Svalbard Area, no Koya Field, da, ne? Ah, da, ga, mai, ma, de, anna, kyodai, na, to, na, katta, asta. Ja, wie findest du natürlich raus? Ich würde gerne wieder den Char wechseln. Oh, Höschen. Warum kann man hier aufs Höschen gucken? Können wir jetzt noch professioneller machen? Nee, können wir leider nicht. Ich würde gerne. Ah, so, kein Schwechseln, okay. Okay, cool. Oh, guck mal, wir haben sogar Spieler, ne? Wenn ich jetzt hier lang gehe? Ach, hier sind unsichtbare Wände, okay. Alles klar. Frage, ich frage mich, gibt es hier in der Welt auch irgendwie Kisten zu finden oder so? Ah, Fragen über Fragen. Das ist auf jeden Fall wieder eine Quest. Da ist Yui scheinbar. Okay, ich wollte schon, dann kriege ich eigentlich Fallschaden. Das wäre jetzt natürlich doof gewesen. Na gut.
So, dann gehen wir mal zu Yui. Oh, das ist nicht Yui.